Liebe E-Studies, mein Name ist Thomas Bernhard und mit diesem Screencast möchte ich euch in vier einfachen Schritten zeigen, wie ihr keine neuen Informationen in unserem E-Studie-Seminar verpasst und somit erfolgreich an dem Online-Lernangebot teilnehmt. Geht zunächst im ersten Schritt auf unseren Seminarblog, den ihr unter blogs.uni-bremen.de/e-studie erreicht. Nun legt ihr euch am besten einen Link zu dieser Seite in euren Favoriten ab oder ihr abonniert ein dynamisches Lesezeichen. Das geht ganz einfach. Klickt hier auf dieses Symbol, um den RSS-Feed angezeigt zu bekommen. Und wählt dort die Option dynamisches Lesezeichen jetzt abonnieren. Das Ganze, damit ich das leichter wiederfinde, nenne ich um in E-Studie Blog zum Beispiel. Klicke auf abonnieren. Und im Firefox muss ich jetzt nur noch mir die Lesezeichenleiste anzeigen lassen. Und das mache ich unter Ansicht, Symbolleisten, Lesezeichen, Symbolleiste anzeigen. Nun sehe ich hier meinen E-Studie-Blog. Und wenn ich hier draufklicke, sehe ich die letzten Artikel dieses Blogs als Verlinkung. Und sobald hier etwas Neues in dem Blog erscheint, wird das auch hier aufgeführt. Ich brauche sozusagen nicht auf den Blog sofort erstmal zu gehen, zu gucken, gibt es was Neues. Ich gehe einfach hier auf den Link, sehe, okay, es gibt eine neue Aufgabe, klicke hier drauf und komme somit direkt auf die Aufgaben für dieses Modul. Als nächsten und zweiten Schritt müsst ihr euch in unsere Seminargruppe anmelden. Dazu klickt ihr einfach auf dieses Icon hier und kommt dann auf diese Seite. In jedem Semester legen wir eine neue Seminargruppe an. Und ihr könnt euch auf dieser Blogfarm Unibremen Logs anmelden über eure StudIP-Daten. Das mache ich auch jetzt, melde mich mit meinen Daten hier an und dann wird automatisch ein Account für euch eingerichtet. Ihr seht jetzt auch wieder hier die Gruppe und habt hier die Option Gruppe beitreten. Das tue ich und mit dem Beitritt in diese Gruppe wissen wir, okay, ihr wollt tatsächlich an diesem Seminar teilnehmen. Wir können euch mit Informationen versorgen und umgekehrt bekommt ihr auch aktuelle Informationen. Zum Beispiel hier, welche neuen Beiträge von euren Kommilitonen geschrieben worden sind. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch einen täglichen Status, einen E-Mail-Status zusenden zu lassen. Und zwar könnt ihr das hier machen. Dein E-Mail-Status ist keine E-Mail erhalten. Ihr könnt aber auch sagen, dass ihr eine wöchentliche Zusammenfassung, eine tägliche Zusammenfassung und so weiter per E-Mail bekommen möchtet. Gut, soweit zu der Gruppe. In einem dritten wichtigen Schritt müsst ihr euch nun noch einen eigenen Weblog anlegen. Dieser Weblog ist wichtig, damit ihr eure Reflexionsaufgaben dort einstellen könnt und vor allen Dingen euer Lernprojekt dokumentieren könnt. Einen Blog anzulegen geht ganz einfach. Ihr geht hier oben auf den Reiter und sagt, okay, ich möchte einen neuen Blog anlegen. Wir klicken da drauf und überlegen uns zunächst einmal eine URL, einen Link für unseren Blog. Ich mache das jetzt mal ganz einfach, nenne ich das Auxi 3 und gebe dem Ganzen einen Titel, und zwar Auxis Textwelt 2. Und jetzt muss ich mir überlegen, möchte ich diesen Blog, dass der auch von Suchmaschinen gefunden werden soll, oder soll dem nicht so sein? Dann klicke ich hier auf Nein und sage, okay, neuen Blog anlegen. Wenn das funktioniert hat, korrekt, dann bekommt ihr diese Nachricht, herzlichen Glückwunsch, du hast erfolgreich einen neuen Blog angelegt. Nun gibt es den entscheidenden vierten Schritt, und zwar müssen wir diesen neuen angelegten Blog in der Seminargruppe eintragen. Dazu wechselt ihr einfach in die Seminargruppe, hier wieder über Gruppen, erfolgreich studieren mit dem Internet. Und hier gibt es einen Reiter, der heißt Feedbacker. Und da seht ihr zunächst all die Blogs, die bereits in der Gruppe angemeldet sind. Also die Blogs von euren Kommilitonen. Und zum anderen habt ihr hier unter dem Punkt Blog anmelden die Möglichkeit, euren Blog anzuwählen. Ihr seht, ich habe schon ein paar Blogs angelegt, auch einen anderen Textwelt-Blog. Ich wähle jetzt hier diesen Auxis Textwelt 2 aus, gehe auf Blog anmelden und dann seht ihr auch hier, ab jetzt erhalte ich Feedback für diesen Blog. Das Schöne ist, wenn ihr diesen Blog hier angemeldet habt, werden alle Blogbeiträge und auch die Kommentare automatisch in diese Gruppe weitergeleitet sozusagen. Und damit sehen eure Kommilitonen und vor allen Dingen auch eure Tutoren sofort, wenn ihr was Neues geschrieben habt in eurem Blog. Soweit zu diesen vier zentralen Schritten zu Beginn des E-Studie-Seminars.
Ich wünsche euch jetzt einen gelungenen Start in das Seminar und viel Spaß bei eurem ersten Blogbeitrag. Dazu geht ihr einfach auf euren Blog und sagt neuen Artikel erstellen. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.